Als Helmut Schmidt am Donnerstag seinen Rundgang über den Jeverschen Friedhof machte, glaubte er seinen Augen nicht mehr trauen zu können. Die Friedhofsgärtner waren dabei, sämtlichen Blumenschmuck vom Urnenfeld abzuräumen. Auch seine Frau ist auf dem Urnenfeld beigesetzt und auch die Blumen von ihrem Stein sind verschwunden. Die Blumensträuße, Gestecke und Grablichter vom Urnenfeld wurden gesammelt und gegenüber auf eine gepflasterte Fläche abgelegt. Pastor Rüdiger Möllenberg kann den Ärger Schmidts nachvollziehen. Er hatte die Abräumung des Gräberschmucks angewiesen, nachdem in der Gemeindekirchenratssitzung am Dienstagabend Kritik am Aussehen des Urnenfelds laut geworden war. Auf dem Urnenrasenfeld sei bewusst kein Grabschmuck vorgesehen. Darauf werde auch jeder Pächter einer Grabstelle hingewiesen.